Wenn man diesen Satz, die Erfahrung der eigenen Begrenztheit ist die Voraussetzung großer Freiheit, das setzt doch wahrscheinlich voraus, dass man versucht, sich Momente bewusst zu machen. Ich erlebe gerade das in diesem Augenblick. Ja. Das ist was Schönes. Schaffen Sie das beide? Das hat mich meine Erkrankung gelehrt. Wichtig ist, rauszufinden, was wichtig für mich ist. Das, und ich glaube, das arbeitet man, oder arbeitet, das wird einem sehr viel klarer, oder mir ist es klarer geworden, als ich zum ersten Mal sehr nah an die Grenze gekommen bin. Und nein, das gelingt natürlich nicht immer. Aber das nehme ich mir auch nicht übel. Ich bin auf der einen Seite durchlässiger geworden für Empfindungen, aber ich bin auch härter geworden in dem, was ich möchte und was ich nicht möchte. Was Sie ablehnen, ja. Ich bemühe mich darum, das zu tun, was ich für mich sinnvoll finde und woran ich auch Freude habe, auch wenn das zwischendurch ziemlich anstrengend ist. Mhm. Aber am Ende habe ich Freude. Und aber wenn ich Sie anspreche als Frau Büdenbender und als Richterin und nicht als First Lady, würden Sie auch sagen können, was Sie nicht möchten, nicht mehr möchten? Also ich möchte mich nicht mehr Zwängen aussetzen müssen. Ich möchte nicht mehr das tun, was ich wirklich nicht will. Natürlich, ich will wieder als Richterin arbeiten. Das ist mir einfach ungeheuer wichtig. Und die ganzen 20 Jahre habe ich wirklich mit Freude gearbeitet, auch wenn es wirklich zum Teil auch Verfahren sind. Ich finde gerade Asylverfahren, die natürlich in erster Linie für die Klägerinnen und Kläger, aber auch für die Richterinnen und Richter herausfordernd sind. Das ist, sind keine schönen Dinge oftmals. Aber trotzdem ist es etwas, was ich wirklich gerne mache, weil ich glaube, ich kann es auch und ich glaube, ich werde in vielen Fällen den Menschen auch gerecht. Das hoffe ich. Wann geht es eigentlich wieder los? Ganz gut. Am 1. Mai, also am 2. Mai. Am 2. Mai? Ja. Am 2. Mai.